Nexus Dreigang Hinterrad, wie spanne ich die Kette? Also, wie geht man vor? Die Kette ist ein bisschen locker hier. Man merkt, die fällt eventuell demnächst runter. Müssen wir mal schauen, ja, dass wir die gespannt kriegen. Wie machen wir das jetzt hier? Man hat diese Schaltbox, die muss man abmachen. Und zwar, indem man hier mit dem 5er Inbus, habe ich ja schon so oft erklärt, aber alle, die wissen, nicht verraten. Man dreht diese Schaltbox auf hier. Ja, ist schon ab. Guck, fällt von alleine runter. Im Idealfall diesen Schaltstift hier. Wenn man sich nicht sicher ist, wenn man Angst hat, dass man abrutscht, zieht man den einfach raus und packt den irgendwo hin, wo man den nicht verliert und wo er nicht dreckig wird, damit man den hinterher wiederfindet und einbauen kann. Dann löst man die Achsmutter her. Nur auf der Seite erstmal. Weil wir ja faul sind. So. Lösen. Nicht abschrauben. Ach Herrgott. So, ist gelöst. Jetzt ist es natürlich noch lockerer, weil es natürlich hier, also die Rahmen sind ja ein Traum an Präzision und Maßhaltigkeit. Offensichtlich ist das Ausfallende hier falsch angeschweißt. Dann gehe ich hier, also ich persönlich gehe hier mit der Hand drin. Schaut mal, wie die Kette sich spannt, wenn ich hier mit der Hand den Reifen rüber drücke. Das mache ich jetzt. Ich drücke rüber und gleichzeitig schraube ich drüben die Achsmutter wieder fest. Ja, das war's schon. Also ich stelle euch jetzt da drüben ab. Ich gehe hier mit der Hand rein, drücke so rüber und schraube gleichzeitig drüben fest. Das Ganze filme ich nämlich von dieser Seite hier. Deswegen sage ich vorher schon, was ich tue. Nicht, dass einer sagt, er hätte nicht mitbekommen. Also, rüber, spannen, festschrauben. Und siehe da, es steht dann sogar in der Mitte. Also offensichtlich ist das Ding schief gezogen worden. Mal in einen kräftigen Tritt gehabt. Also denkt dran, immer richtig festziehen. Ja? Spannung. Stimmt. So kann sein. Mehr nicht. Schaltstift. Da ist er. Wieder rein. Zack. Und die Schaltbox wieder aufsetzen. Zack. Und fixieren. Zack. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Jetzt überprüfen wir nochmal die Gänge, weil die waren hier auch problematisch. Ja? Aber jetzt sollte man sowieso, wenn man die Schaltbox einmal abmacht, runter macht und wieder drauf. Eigentlich verstellt sich ja da nicht, aber dennoch gleich die Gänge überprüfen. Bei Nexus in Gang 2 schalten, der hat nur zwei Gänge. Da hat er recht, das ist unglaublich. Ach, die Hauptsache hier ist nicht irgendwas kaputt da. Okay.
Okay. Gang funktioniert. Jetzt hier. Also mehr kann ich ja dann auch nicht machen. Da sind doch die Handschuhe. Ach Mann, bin ich ein Trottel, ey. Wie auch immer, ich habe wunderschöne rote Handschuhe zu meinem wunderschönen rot-blauen Hemd. Passt. Ja, das war Kette spannen bei Nexus 3 Gang Hinterrad. Und natürlich Hinterrad, weil es ist ja auch eine Kette. Ne? Oh Mann. Das war ein kleines Video nebenbei. Mal wieder.